Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte einen Text verlesen, herausgegeben von der feministischen Partei Die Frauen, eine Presseerklärung zu den Vorkommnissen in Japan. Der Text lautet folgendes: Kuschtim, Three Miles Island, Tschernobyl, Fukushima und die Folgen, ein lachendes Gesicht und Atomkraft, nein danke, das wird nicht ausreichen. Selbst wenn Frau Merkel und Herr Westerwelle zu Atomkraftgegnerinnen mutieren und tatsächlich erneuerbare Energien fördern. Feministinnen haben immer gegen Atomkraft gekämpft, auch weil sie als Pazifistinnen für ein Verbot der Rüstungsindustrie sind, wissen, dass Atomkraftwerke den Stoff liefern, aus dem Atombomben sind. Die privaten Versicherungsgesellschaften haben offensichtlich auch schon immer gewusst, dass die Folgen der Atomtechnik nicht rückholbar und damit ökonomisch unkalkulierbar sind. Das Restrisiko der Atomkraft und auch das Nullrisiko der Gentechnik und Nanotechnologie sowie weite Teile der Chemieindustrie sind nicht versicherbar. Selbst wenn in Deutschland die Atomkraftwerke in einigen Jahren stillgelegt sein sollten, bleibt das Problem des Jahrtausende strahlenden atomaren Mülls ungelöst. Und sicher ist nur eins: alles, was Menschen bauen oder gebaut haben, fällt der Zerstörung anheim, auch jedes AKW, jedes Zwischenlager, jedes Endlager und jede Atombombe gehen vielleicht schon im nächsten Moment in die Luft mit unabsehbaren, nicht rückholbaren Folgen. Daher ist es schon jetzt zu spät, die atomare Verseuchung der Erde aufzuhalten. Der Geist ist aus der Flasche und kein noch so raffinierter Trick wird ihn wieder einfangen können. Für uns Feministinnen haben alle Politikerinnen der Regierungsparteien versagt und müssen sofort zur Verantwortung gezogen werden, weil sie eben nicht ihrem Eid gemäß Schaden vom deutschen Volk abgewendet haben. Massiv unterstützt von den Medien verlassen sich Politikerinnen und Atomkonzerne offenbar schon wieder darauf, dass die Halbwertszeit der Erinnerung im Volk kürzer ist als die des flüchtigen radioaktiven Jodisotops. Ist doch bereits 4 Wochen nach der Atomkatastrophe Fukushima weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden und der Süddeutschen Zeitung vom 8. April beispielsweise im Panorama gelandet. Zusammen mit Klatsch und Tratsch von den Reichen und Berühmten. Die Schlagzeile im Nachrichtensender NTV über die Atomkatastrophe in Fukushima wird nahtlos von dem dramatischen Wurf einer Getränkedose auf einen Schiedsrichter während eines Fußballspiels abgelöst. Wir fordern die Medien auf, sich nicht länger an der Ruhestellung und Ablenkung der Bevölkerung zu beteiligen, sondern laufend und an erster Stelle über die Folgen und die Verflechtung von Politik und Atomkonzerninteressen, anderen Konzernen und insbesondere der Waffenindustrie aufzuklären. Wir fordern die Bundesregierung auf, statt sich direkt oder indirekt am neuen Kriegseinsatz in Libyen zu beteiligen, Japan alle erdenkliche humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Weitere Informationen unter www.feministischepartei.de. Falls jemand möchte, ich habe so ein paar kleine Zettelchen dabei. Danke. Ich würde mir gerne das Okay dafür holen, dass dieser Brief, den die Erika gerade vorgetragen hat, über den Mailverteiler an jeden, der in diesem Mailverteiler steht, versandt wird. Ist das für euch in Ordnung? Dann habt ihr darüber die Möglichkeit, auch diesen Brief weiter zu unterstützen und zu verteilen. Ja, ist das in deinem Sinne, Erika? Ja. Gut, habe ich mir gedacht.